Ja, hallo liebe User von motorsportmagazin.com, Videoblog Nummer 3 von mir aus Jerez, diesmal aus meinem Auto, weil ich mich jetzt nämlich an die Strecke sputen muss, denn in Kürze heulen die Motoren auf, die ersten Trainings stehen auf dem Programm, es geht endlich los. Hier in Jerez hat man in der letzten Nacht schon ebenfalls die ersten Motorräder aufheulen hören, die sich mit vermutlich nicht ganz legalen Geschwindigkeiten durch die Stadt bewegt haben. Also sind auch die Fans allmählich hier angekommen. Wir werden heute unser Hauptaugenmerk auf Stefan Bradl legen, der nicht sonderlich gut in die Saison gestartet ist. Er ist beim neuen Team Forward Racing mit hohen Ambitionen gestartet, wollte in die Fußstapfen von Aleix Espargaró treten, der im Vorjahr auf der Forward Yamaha eine Pole Position und einen Podestplatz herausholen konnte, die Open Klasse dominiert hat. Das ist ein bisschen überhaupt nicht gelungen. Nach drei Rennen hat Bradl nur einen einzigen Punkt. Es war natürlich ein bisschen Pech dabei, in Austin ist er zum Beispiel abgeräumt worden. Dennoch ist er in der Open-Kategorie derzeit nur fünftbester Pilot und von der Führung ist er weit entfernt, denn zum Vergleich, Bradl hat einen Punkt und Hector Barbera, der die Open-Kategorie derzeit anführt, 8. Wir werden den Gründen, warum es bei Stefan aktuell nicht läuft, heute auf den Grund gehen. Wir werden mit Stefan selbst sprechen. Und ich habe mir auch einen Termin ausgemacht mit Dirk Devos und Tex Geisler, die beiden Elektronik-Genies von Forward Racing, die mit Bradl gemeinsam arbeiten. Ja, ich bin gespannt, was uns heute alles erwartet, ob Stefan tatsächlich in die Gänge kommt, wie es Marquez geht mit dem gebrochenen Finger, wie sich Ducati tut auf dieser Strecke, die nicht optimal für das Motorrad zu sein scheint. Und deswegen mache ich mich jetzt auch auf an die Strecke und wünsche uns allen einen schönen Trainingstag.